Für mich ist das eine ganz klare rote Karte. Trainer Dirk Schuster hat ja gesagt, dämlich, sagt der Trainer selten über seinen Spieler. Aber der hat sich auch direkt entschuldigt. Und er war schwer schockiert, als er von der Verletzung erfuhr. Stefan, du hast gesagt, normal müsste der das Foul begangen hat, genauso raus wie der verletzt wurde. Ich fände das gut, das gibt es im Eishockey. Wenn du einen Foul begehst mit Verletzungsfolge, dann musst du als faulender Spieler auch das Eis verlassen. Also jetzt könnte man natürlich die Debatte aufmachen, werden dann Verletzungen vorgetäuscht, na, wer entscheidet, etwas provoziert, ob das sozusagen, aber im Foul Eishockey ist, funktioniert das. Da haben die Leute ein sehr gutes Gespür dafür, wenn es ein heftiges Foul war, ein Spieler muss raus, dann muss auch der Faulende raus. Das fände ich eine gute Regelung. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Paul Breitner mal vor vielen Jahren, als er in Spanien war, als der Goikoetxea und solche Typen alles kaputt getreten haben, gefordert, ein Spieler, solange er verletzt ist, der ihn verletzt hat, soll dann so lange gesperrt werden. Aber ich glaube, Stefan Reuter hat es auch gesagt. Dann wird schwierig. Stefan Reuter hat es auch gesagt, als Kohr sich verletzt hat oder so schwer verletzt wurde. Erinnerst du dich dran? Nee. Das wird er jetzt nicht mehr sagen wahrscheinlich, ne? Weil es sein Spieler ist, oder? Aber Perspektivwechsel. Aber wir haben ja Einigkeit, dass wenn an einem Spieltag zwei solche Szenen sind, die Elfmetersituation mit Rot wegen Doppelbestrafung und ein schweres Foul mit schwerer Verletzungsfolge ohne Rot, dann stimmt irgendwas nicht.